willkommen zu einem neuen Video für mich auf dem Channel. Ich bin der Marcel bzw. der Mango und heute geht es um dieses schöne Fahrzeug von dem lieben Joel, der gerade sein tiefer gelegtes Auto von den Rampen runterholt mit einer Hebebühne. Sehr nice auf jeden Fall, gute Idee. Genau, heute geht es nicht um etwas, was er geschenkt bekommen hat über Weihnachten, ne? Oder? War doch Weihnachtsgeschenk, ne? Ja, von der lieben Frau. Und zwar geht es heute um das schöne Stück hier. Wer erkennt's? Das ist ein Heckdiffusor. Wenn du gerade mal. Ah, der Niklas! Was geht? Na? Ach, krank. Halt mal dran, Brudi. Von dir? Nee, hier, von dem Joel. Ach so, stimmt. Ja. Wie kommt das dran? Wie kommt das dran? Wie kommt das dran? Ja, so. Ja, so ist richtig. So ist richtig. Ja. So ist richtig. Hat das hier geklebt? Yes. Das sieht echt groß aus, aber wenn du es so richtig dran hältst, ne, halt mal dran unten, dann sieht man erst, dass das so eigentlich relativ versteckt ist. Das sieht ganz geil aus so. So. Übel nice eigentlich. Ja, das wird heute verbaut. Du hast ja noch einen Ölwechsel gemacht, ne? Ölwechsel. Wow. Ja. Na ja, gut, let's go. Let's go. Du willst ja jetzt hinten hochfahren, bist du sicher, Digga? Da machst du hinten noch was kaputt, Alter. Nein, weiß ich noch nicht. Ich zeige euch mal, was gerade passiert ist, als er den vorne hochgefahren ist. Und zwar ist das hier passiert. Das Ding ist einfach, die Karre ist zu tief, Leute. Deswegen. Also ich hätte jetzt richtig Schiss. Das sieht aber schon knapp aus. Er hätte den Wagen noch mal sauber machen können. Also der Diffusor wird hier an diesen Stellen, wo es rot ist, geklebt, ne? Und dann gibt es hier nochmal vier Bohrungen, wo er dann angeschraubt wird. Und den schraubst du dann einfach hinten da ans Plastik ran, ne? Genau, einfach von unten dran schrauben. Einfach von unten dran schrauben. Er sagt einfach von unten dran schrauben. Okay. Ja, es gibt wirklich ein Gutachten zu dem Ding. Okay, krass. TÜV Austria. Ein österreichisches Gutachten. Gilt das in Deutschland? Warte, hier, immer schön mit Gefühl. Jetzt haben wir die Sticker ab und jetzt geht's weiter. Da wird hier gleich reingeschraubt. Mal gucken, ey. Einfach hier ins Plastik schrauben, Alter, das tut doch weh, ey. Ich find's immer brutal, dass man sowas halt einfach durch das Plastik schraubt, weißt du, was ich meine? Kommt eine Schraube dran, da hinten das Loch und dann noch zwei weiter hinten. So drei Haifischflossen. Ja. Da hat sich echt der Kleber gelöst hier, ne? Kann man nicht, dass man sieht. Schon kacke, ne? Der sollte eigentlich anlegen. Aber guck mal, der liegt auch hier nicht an, ne? Ne, der liegt gar nicht an. Diesmal mit richtig dicken Unterlegscheiben. Das doch. Sind das Unterlegscheiben? Nee, das sind sogar tatsächlich so gummierte, die so ein bisschen abdichtend sind sozusagen. Ach krass. Damit du das Plastik sozusagen nicht beschädigst, weißt du? Im Diffusor, Plastik, genau. Und genau, da kommt das noch für die Unterlegscheiben, edelscheiben, Unterlegscheiben. Ah, okay, diese, okay. Das ist schon. Ja gut, der Diffusor ist allein schon so dick wie der Schaft hier. Ne? Komm, ja gut, so. Das ist ungefähr das. Ja. Das nachher. Ja, meine. Und, kriegst du rein? So, wir sind jetzt fertig, haben noch ein paar Aufnahmen gemacht, ein paar ja, Carporn-Aufnahmen und so, ne? Danke auf jeden Fall an den Nick, der gefahren ist. Joel ist das Auto gefahren hier. Und man sieht, hält noch, alles tipptopp. Auch Spalt ist nicht da, also richtig geil eigentlich. Ich würde sagen, erfolgreicher Tag schon mal hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Nee. Küsschen vom Joel. Küsschen auf Küsschen.